Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir lassen uns mal wieder... Oh, hochschleudern, wollte ich sagen. Und, ja, schau mal weiter. Hier im Ginsobaum sind wir nämlich noch unterwegs. Du kannst deine Feinde stoßen, nutze Y und lege die Richtung fest. Oh. Ah, okay. Wir müssen ein bisschen aufpassen damit, alles klar. Wir werden in die Richtung des Pfeils geschleudert und der Feind in die entgegengesetzte Richtung. Das ist wichtig zu wissen, das hatte ich vorher nicht so verstanden. Ah, das war nicht gut. Den brauchen wir nämlich, um hochzukommen. Ah, er respawnt, das ist nett. Yay, cool. Projektile können wir auch dodgen, ne? Oh, das ist ein cooles System. So. Das geht noch nicht umgekehrt. Boah, okay. Okay, das ist heftig. Ah, verdammt, genau umgekehrt. Nein, so rum. Fast. Na komm. Einmal. Machen wir das Ganze noch einmal hier. Oh, das passt. Perfekt. Wir speichern einmal und verteilen unseren neuen Punkt. Noch nicht, damit wir hier in dem Baum mal weiterkommen. Ultrastoß klingt nämlich extrem gut. Den behalten wir uns also mal. Ist doch auch mal eine gute Idee. Mal nicht alles immer direkt ausgeben, sondern behalten. Ach, die können wir nicht dodgen, oder was? Oh. Falsche Taste war es. Entschuldigt. Tschüssikowski. Okay, das bringt nichts. Okay, das war nichts. Egal. Bewegen wir uns mal weiter. Oh. Aufmerksam sein sollte man. Das war ich gerade nicht so. Egal. Aua. Nein! Ach, verdammt. Speichern, wichtig. Ach,
verdammt. Okay. Einmal speichern. Ich hab doch die Taste gedrückt, Mann. Mano. Okay, lieber auf Nummer sicher gehen. Verdammt, da hatten wir alles. Leck mich fertig. Naja, guck. Es hilft ja nichts. Hä? Ich hab gedrückt. Geht doch. Alles klar. Damit können wir das nächste Geistertor öffnen. Mal gespannt, wie lange dieser Ginsobaum dauert. Ginsobaum war richtig. Huh. Aber das sieht mir fast aus, als wenn wir hier am Ende wären. Spiel gespeichert. Okay, wir müssen... Von der Taktik her war das schon richtig. Okay. Okay, aber... Okay. Noch leck mich doch. Oh Mann! Was ein Mist. Okay. Ach, da bin ich unter dem Ding hängen geblieben, blöd. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie gucken, dass wir die Bullets auf ihn zurückschleudern. Das ist schon vom Ansatz her
Richtig, das war blöd. Vielleicht können wir den überlisten, indem wir... Nein, können wir nicht. Und wir haben ihn! Yay! Nein. Aber ich wollte sagen, er hat gespeichert, oder? Ja, ja, er hat ja gespeichert. Da können wir ja jetzt nur... Da kommen wir noch nicht hoch. Schade. Aber vielleicht jetzt. Wir aktivieren das Geisterportal. Achso. Mehr macht das nicht. Alles klar. Das Herz des Ginsobaums bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf. Doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen, und zwar auf beiden Seiten. Okay. So, weg mit dir. Okay, schade. Okay. Na gut, das funktioniert nicht so. Ja, das wissen wir schon. Ja, machen wir. Dann schauen wir mal auf der anderen Seite. Vielleicht ist es ja da einfacher. Ach, was habe ich so gedacht? Falsche Taste mal wieder. Okay, da ist er wieder. Kommt er noch mal? Ja, da ist er. Hallo. Ja, das klappt ja wie am Schnürchen gerade. Dann müsste der nur nochmal respawnen, damit wir da oben noch hinkommen. Oder auch nicht. Passt auch so. Achso. Na, dann werden wir mal so hochgekommen. Wir müssen den Strahl umleiten, beziehungsweise das Geschoss, ne? Das war, glaube ich...
Das ist aber auch schwierig immer mit dem Zielen. Und zwar zu hoch. So müsste es passen. Yes. Und wir kommen hier hinten durch. Das war Seite Nummer 1 schon. Ernsthaft? Sieht so aus. Dann gehen wir mal auf Seite 2. Dann dürfte das ja eigentlich doch nicht so schwer sein, wie ich gedacht habe. Okay, dann haben wir hier lang. Ja, ich dachte, wir könnten den umleiten. Aua. So. Ach, Mann, blöd, ey. Oh. Von wo müssen wir denn da irgendwas mitnehmen? Ach, Moment mal, das sind so Weiterleitdinger, ne? Ich glaube... Okay, das fliegt sehr langsam, das Projektil. Ne? Schauen wir mal. Nein, och Mann. Egal. Nee, eigentlich nur nach oben. Wenn es denn kaputt geht. Und wir ein neues kriegen. Ach, verdammt. Okay, alles klar. Nein, okay. Nein! Nein! Verdammt! Okay. Also es war von der Grundidee her vollkommen richtig. Das nicht. Wir müssen nur zum Schluss das noch einmal in die richtige Richtung leiten. Denn ich wollte mich eigentlich gar nicht an dem Projektiv festhalten. Nein! Och Mann! Okay, ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Ori and the Blind Forest. Bis dahin, tschüss!